Nochmal die Wiederholung für alle, die nicht wissen, was war das Abyss im Winter? Wir hatten ein kleines Spiral Abyss Turnier, wo es darum ging, mit möglichst eher ungewöhnlichen Chars, wir hatten dafür eine kleine eigene Tierliste, die kann ich gleich nochmal zeigen, mit eher ungewöhnlichen Chars im Spiral Abyss zu spielen oder eher mit schwächeren Teams, in Anführungsstrichen, im Spiral Abyss zu spielen und dabei so ungewöhnlich wie möglich reinzugehen. Wir hatten zwei Ebenen, einmal Ebene 12, wo man alles mitnehmen konnte, Artefakte, Sternbilder, was man hatte an 5-Sterne-Waffen und Co., und wir hatten neben Ebene 12 auch Ebene 7 mit drin, wo man keine 5-Sterne-Waffen und keine Artefakte benutzen konnte. Dadurch wurde es ein bisschen Free-to-Play-freundlicher. Na klar, da gibt es leider immer noch die Sternbilder, das kann ich nicht aufhalten, aber dann wurden halt 5-Sterne-Charaktere eher teuer bewertet. Das Ganze kann sich, sollten wir das nochmal machen, noch ein bisschen ändern, aber ich finde das ziemlich cool. Und das Ergebnis von diesem Turnier schauen wir uns jetzt an. Wir haben Ebene 7 und wir haben Ebene 12. Nochmal zur Erinnerung, damit ihr wisst, was die Punkte waren. Das hier, machen wir hier im Fernsehen, waren die Punktevergabe dabei. Bedeutet, die 5-Sterne-Charaktere und sowas wie Bennett und Xingqiu hatten dann eher sehr viele Punkte. Und sowas wie Aloy, Amber, was selten benutzt wird, sehr wenig. Bedeutet, wenn man wenig Punkte wie möglich reingehen wollte, konnte man in einem Team Amber benutzen und in einem Team nur Aloy. 6 Punkte, zack, das ist das Geringste, was man kriegen kann in Ebene 7 oder in Ebene 12, wenn man richtig crazy drauf ist. Aber das waren die Punktevergabe dabei, wenn man sich die Teams zusammengebaut hat. Wir schauen uns jetzt die Finalgewinner an von diesen beiden Challenges, also sowohl Ebene 7 als auch Ebene 12. Eventuell, falls ihr es auf YouTube seht, wird es in 2 oder 4 Videos gesplittet, je nachdem, wie lange das geht. Aber das sind auf jeden Fall für die Finalgewinner. Ich habe mega Bock und bin tatsächlich gespannt zu sehen, was hier die Finalisten rausgehauen haben. Jeder durfte teilnehmen. Es wird auch noch einen Trostpreis vergeben. Den werde ich auf Discord nur ankündigen, nicht jetzt hier im Video, dass ihr da Bescheid wisst. Der Trostpreis ist für einen zufälligen Spieler und der Gewinner von Ebene 12 hat 100 Euro bekommen, von Ebene 7 50 Euro. Es gibt jetzt jeweils 2 Gewinner. Ich bespreche mit denen noch privat, ob sie, ich sag mal, noch einen Finalkampf haben wollen oder ob sie das einfach 50-50 aufteilen wollen. Wie gesagt, werde ich jeweils mit den Gewinnern privat besprechen, wie sie das machen wollen mit den Gewinnern, dadurch, dass sie dafür noch keine Sonderregel hatten. Aber, genau, Chang Ling war nicht auf 9. Ja, haben wir alles, diese ganze Tierliste haben wir gemeinsam mit dem Stream gemacht. Wir schauen jetzt auf jeden Fall erstmal rein in den ersten Gewinner der Ebene 7 Challenge. Okay, Void, ich bin interessant, was du rausgeballert hast. Das Gute ist, Genshin Impact Musik wurde im Hintergrund benutzt. Dementsprechend können wir uns das ganz entspannt auch nebenher reinziehen. Aber die Musik muss ich ausmachen dazu. Zack, ziehen wir uns das ganz entspannt im Hintergrund rein. Und gucken wir mal, was er hier so rausgehauen kriegt. Mit im ersten Team Cheng Yang und Keiya. Keiya war ja 4 Punkte, Cheng Yang glaube ich 3, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und das ist zumindest das erste ganz entspannte Team. Insgesamt waren es ja nur 18 Punkte hier auf Ebene 7. Und das ist ein schönes Free-to-Play-Team, was genauso auch jeder spielen konnte. Und ich glaube, habt ihr da unten das Level von Keiya gesehen? So ein ekliger Flex, Level 69, ist einfach nur genial. Okay, Void, ist einfach nur genial, dass du hier schön den Flex genommen hast auf Level 69. Und wow, du hast die Ultra noch zusammenbekommen. Ich glaube tatsächlich, ich hätte 2 Tierlists geben müssen. Eine für Ebene 7 und eine für Ebene 12. Ja, ich lerne aus diesem Event, also ihr könnt mir gerne mal, so viele jetzt vom Abyss im Winter mitbekommen habt, Feedback unten in die Kommentare schreiben. Ich werde das regelmäßig veranstalten, nicht monatlich, aber vielleicht so alle halbe Jahre mal oder ähnliches. Ein Abyss-Turnier auf diese Art und Weise habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, zu sehen, was das beste Gameplay ist, was die Leute hinkriegen, was das Nonplusultra ist an Ausweichen, Timings richtig setzen und Co., wie wir die Tierlist in Zukunft bearbeiten sollten. Ob die Tierlist so gepasst haben oder ob die anders aussehen sollten. Genau, schreibt das gerne nochmal rein unten in die Kommentare. Würde mich natürlich mega freuen. Jetzt im Stream ist es, glaube ich, relativ schwierig, solchen Kommentaren zu folgen. Aber dann später im Video. Und ja, einfach Keiya und Cheng Yang. Und ich finde, wie viel Zeit darf er noch haben? 420 Sekunden am Ende. Das ist gar nicht mal so viel. Aber die sind ja jetzt schon down. Okay, ich habe es nicht erwartet. Ich habe es nicht erwartet, dass die jetzt schon down sind. Der Keiya hat gar nicht mehr so viel LP mit 2677, aber dafür eine vollgeladene Ult, was cool ist. Kriegt er die Ult auch noch geladen? Nee, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Ult nochmal bis zum nächsten Mal geladen kriegt. Die Ult von Cheng Yang, let's go. Nee, er killt ihn jetzt so. Spielt der Keiya mit Opferschwert, habe ich nicht hingeguckt, aber kann gut sein. Und Klee und Fischl in Team 2. Klee ist natürlich einer der 5-Sterne-Charakteren, die geringere Bewertung hatten. Ich glaube 6 Punkte oder sowas.
Im anderen Team hatte er ja 7, also kann er ja hier noch ordentlich Punkte raushauen bis 18, 11 Punkte. Ich glaube 6 und 5. Ich glaube, Klee war 6, Fische war 5. Als ordentlicher Damage Boost. Hai hätte, glaube ich, safely. Ja, Hai muss beim nächsten Mal einfach dran teilnehmen und beweisen, was er kann. Er muss das beim nächsten Mal einfach beweisen, was er kann mit seiner Lisa C6. Shoutout geht auf jeden Fall raus an OK Void aus der Community, der hier dran teilgenommen hat. Super, super cool. Sowieso Dankeschön an jeden Spieler, der sich gesagt hat, er reicht irgendein Video ein. Ich habe mir gesagt, deswegen gibt es zumindest den Trostpreis, um viele Leute zu generieren, die zumindest ausprobieren, daran teilzunehmen. Das war so ein bisschen das Ziel dahinter. Der wird, wie gesagt, dann noch später verlost. Und guten Abend, Bahn. Boom. Klee ballert einfach alles weg. Ich liebe meine Klee. Einfach der glücklichste Char in ganz Genshin Impact. Hat immer so ein Lächeln im Gesicht wie ich, wenn man Gegner wegbombt oder andere Leute. Oh, easy. Easy, würde ich sagen. Ohne Artefakte. Zack. Ist auch eine gute Teamkombination. Im ersten Team viele Eisgegner, die man mit Shenyang wegballern kann. Und dass der Kaya einfach Level 69 ist, ist der größte Flex dahinter. Dass der Kaya Level 69 ist, ist der größte Flex dahinter, dass er das mit diesen zwei Chars gemacht hat. Bumm. Ballert eine Ult raus, mein Freund. Bumm. Wollte erst 21 auf Ebene 12 erprügeln, aber wollte unbedingt DPS Kokomi dabei. Dampi, ich bin so gespannt auf dein Gameplay. Auch wenn 21 dein alleiniger Gewinn gewesen wäre. Das hätte ich auch richtig krass gefunden, Dampi. Egal. Auf Ebene 12 schauen wir später. Das auf jeden Fall schon mal Dampis Kommentar, der bei Ebene 12 gut rausgehauen hat. Ah. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach, den Geo-Schild down zu kriegen, oder? Ah, doch. Doch, doch. Kriegt er hin. Erstmal die Map geöffnet. Let's go. So, finde es mit Ebene 7 besser, wie du selbst sagtest, Free-to-Play-freundlicher. Ja, das war das Ziel hinter Ebene 7 Firestorm, dass ein bisschen Free-to-Play-freundlicher ist. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wie wir es noch Free-to-Play-freundlicher beim nächsten Mal gestalten können. Ich fand, das war erstmal die beste Option. Keine Artefakte, keine 5-Sterne-Waffe. Und dann kann man halt 4-Sterne-Waffen auf Refinement 5 haben. Das kriegt man aber auch als Langzeitspieler irgendwann. Falls jetzt die 5-Sterne-Charaktere benutzen. Ich glaube, der zweite Spieler benutzt eher 5-Sterne-Charaktere. Das ist dann natürlich nicht mehr ganz so krass Free-to-Play-freundlich. Aber das kriegen wir schon hin. Bam. Haben wir. Hau drauf. Oh, ist das schön zu sehen, wie einfach Kaya benutzt wird. Das wollte ich auch so gerne, dass Kaya benutzt wird. Deswegen freut es mich, dass er wenigstens nur 4 Punkte gegeben hat. Diese Standardangriffe, ist so süß. 600, 800, 160. Boom. Nur nicht übertreiben mit dem Damage. Und dann kommt nochmal er mit seiner Ult an. Boom. Es ist so süß, ne? Wenn man den Sternbilder ausschalten könnte, wäre es... Ja, genau. Wenn man Sternbilder ausschalten könnte, wäre es sehr Free-to-Play-freundlich. Falls es irgendwann geht, wir wünschen uns das Feature eh von miHoYo für Bennett C6, damit wir ihn endlich alle C6 machen können. Richtig whale-freundlich ist das nicht. Kann auch nicht mehr dodgen wegen Jongli. Let's go, Dead Pixels. Tut mir leid. Aber das war das Ziel. Ebene 12 hättest du Jongli ja mitnehmen können. Eine Seite Jongli, die andere Seite irgendein anderer Char. Wäre möglich gewesen. Wäre erlaubt gewesen, Dead Pixel. Dann wäre das ist doch C6, aber meiner nicht. Und selbst wenn ich meinen C6 machen wollen würde, würde ich gerne das Constellation auch ausschalten können. Und du hast wirklich diese Pappfigur mit dabei. Wie cool. Wo ich den Namen vergessen habe. Ich sehe schon die Kommentare. So, jetzt wieso nennst du die Pappfigur Pappfigur und nicht mit ihrem Namen? Warum nicht mit ihrem Namen? Waffen müsste man auch begrenzen. Die sind ja bei Ebene 7 begrenzt. Also Ebene 7 ist Free-to-Play-freundlich. Ebene 12 wollte ich nicht Free-to-Play-freundlich machen. Ebene 12 wollte ich das Maximum vom Maximum sehen. Da wollte ich jedem Whale erlauben, alles auszupacken, was sie haben. Außer natürlich, dass 4-Sterne-Charaktere meistens weniger Punkte geben als 5-Sterne, aber ansonsten. Waffen wollte ich einfach das Maximum vom Maximum sehen. Bumm. Ist aber auch eine starke Kombo, ne? Fischl ist auf jeden Fall guter Support mit ihren Constellations. Wenn man die wahrscheinlich safe der okay Void hier hat an der Stelle. Zack. Ich glaube, Fischl haben wir auch schon häufiger gesehen, als wir den Zwischenstand angeguckt haben. Aber zack, die ersten zwei Floors hat er schon. Und jetzt geht's weiter. Instantly restores. Oh, die 25% HP, die werden zur Sicherheit mitgenommen. Oh, die werden zur Sicherheit mitgenommen. Ja, Firestorm, müssen wir uns überlegen. Warum läufst du noch ein paar Mal rum? Was versuchst du uns gerade damit zu zeigen? Letztes Mal wurde ja die Bennett-Animation gestartet. Go. Und zack, zack, zack. 1000. Es ist so sweet, aber es ist so wichtiger Damage, jeder 1000er-Hit. Es ist so wenig Schaden. Ein Ritual.
Okay, Void, ist das ein Ritual von dir? Und das Wasserviech ist auch fast down. Ganz wichtig, glaube ich, das Wasserviech vor dem Schild down zu kriegen. Weil für Deni hat man ja... Sag mal, hatte die drei fast nach... Ja, es sind gerade mal 36 Sekunden vergangen und die drei sind einfach schon fast tot. Ja, auch so strong. Zack, Melt mit 7000 Damage und da 14000 Damage über die Ult. Und jetzt kommen wieder diese Standardangriffe. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Was sind Crits? Boom. Sehe ich da 1800 von dem Minzfood? Was meinst du mit 1800 von dem Minzfood? Welches Minzfood? Und weiter. Das sind Videos, Mann. Das sind Videos. Also für alle, die jetzt noch im Stream sind, wir schauen uns gerade die Gewinner von meinen Abyss-Meisterschaften an. Das beste Nonplus-Ultra-Gameplay. Aber gut, dass meine Commentaries auch sein könnten. Ich spiele das gerade selber. Sag mal, wie schnell sind die tot mit dieser Team-Constellation? Da ist ja noch unendlich viel Zeit. Da ist ja einfach noch unendlich viel Zeit. Bumm. 450 Sekunden Rest dürfte man haben, aber gefühlt... Also, gefühlt dürfte es auch eine Minute weniger fast sein. Das ist ja krass. Hier einfach alles rausgeballert und alles umgebracht wird. Also, das ging sehr, 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 sehr schnell in dieser Kombo. Auch wenn, na, jetzt der Schild noch ein bisschen einiges an Schaden zurückhält. Aber das ging doch erstaunlich schnell. Bam. Nein, Mann, ich kann nicht gleichzeitig so spielen, während ich so rede. Boom. Und tschüss. Oh, Musik perfekt eingesetzt. Musik sehr, 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 sehr schön eingesetzt. Zack, geschafft. Wir dürfen wahrscheinlich jetzt noch einen kleinen Einblick in die Charaktere werfen. Okay, Void, Respekt. Blessing einfach abgeholt. Einfach Pause gemacht über Nacht. Einfach Pause gemacht über Nacht. Gedacht, immer morgen weiter. Kein Bock mehr. Oh. Und da 5% KT, 50% Crit-Schaden, keine Artefakte und C6, das war zu erwarten. Aber jetzt achtet auf den Kayer, Leute. Es könnten, achso, wir sehen erstmal Fischl. Okay, ja, Crit ist klein. Stringnest wurde mitgenommen für die Elementarreaktion. C6 war auch zu erwarten. Ich frage mich, was die Klee gleich für eine Constellation hat. Level 81 auch nicht gemaxed. Auch keine extra Aufladerate. Dodo Cotales, Eventwaffe, auch verständlich zu erwarten. Und immerhin C1. Immerhin C1. Und zu guter Letzt sehen wir noch Kayer, Level 69. Das sei der größte Flex. Er bringt ein Level 69 Kayer mit Opferschwert und C5 mit. War eigentlich letztes Mal noch nicht C5? Weiß ich gerade nicht. Aber okay, Void, GG. Du bist einer der zwei Gewinner von Ebene 7. Ich werde, wie gesagt, dich nochmal privat anschreiben auf Discord, wie wir das mit dem Gewinn machen. Aber wir haben ja noch einen zweiten Gewinner. Nico ist auch reingegangen. Und das Interessante ist, okay, Void hat zwei Zweier-Teams benutzt. Also jeweils zwei Units. Hier mit Chengyang und Kay als eins und dann Fischl und Klee als andere. Und hier sehen wir 18 Punkte mit jeweils einer Unit auf beiden Floors. Also was ein ganz, ganz anderer Ansatz. Hu Tao und Kasua. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, finden wir das so cool, finden wir das so nicht cool, dass die zwei Chars gleichwertig waren mit Klee, Fischl, Kaya und Chengyang? Oder wollen wir die Bewertung das nächste Mal anders machen? Und Dankeschön für die ganzen Follows, die gerade reinballern. Es tut mir leid, wenn ich mich nicht bei jedem bedanken kann, da ich gerade noch ein Video dazu aufnehme. Aber das ist jetzt quasi das Zweite, was wir sehen. Und hier sind auch die Constellations interessant. Die hat nämlich eine Constellation, die Hu Tao. Das ist, wie gesagt, das einzige Video, in das ich ganz kurz reingeschaut habe. Deathmatch, Refinement 4 nur. Das ist aber cool, dass die Waffe noch nicht Refinement 5 ist, finde ich gut. Und schöne Stats auf jeden Fall an dieser Stelle. Mit, da ist sogar eine Crit Rate und ein Crit Damage drauf. 41% Crit Rate, 88% Crit Damage. Bupp, zeig uns weiter, was du hast. Jetzt kann ich auch wieder Musik anmachen, rein theoretisch. Zack, nee, das hat nicht geklappt mit der Musik. Gib mir gleich wieder, na, das hören wir uns zum anderen Mal rein. Ich möchte noch D-Look, Mensch, es tut mir leid. Und hier sehen wir nämlich einen C0-Char im Vergleich dazu. Der Kasua ist dazu im Vergleich C0, trägt auch das Black Sword. Zack, da kommt eine gewisse Crit-Rate mit dazu. Bam, bei 50% Crit-Rate-Damage, absolut crazy. Weiter, gib ihm. Und rein in Spiral Abyss. Genau, auch genau dafür ist halt ohne Support, deswegen ist er super krank. Er muss hier halt mit allem ausweichen. Stimmt, der kleine Beweis, dass er wirklich Teilnehmer von dem Ganzen ist. Abyss im Winter, let's go. Ich glaube dir, Signatur, Hu Tao Sim steht auch in der Signatur. Deswegen finde ich es schön, dass Hu Tao gespielt wird. Gerade mit Kasua gefährlich. Huch, was ist hier passiert? Warum hast du den Anfang geskippt? Warum hast du den Anfang rausgecuttet? Darf man das fragen, warum der Anfang ausgecuttet wurde?
verabschiede ich dich für heute. Morgiana, ciao, ciao. Meine Frau hat gerade gesagt, dass du nur rein theoretisch wieder Musik anmachen kannst, nicht praktisch. Ja, rein theoretisch habe ich ja auch gesagt. Huch, hallo? Ist mein Stream noch da? Ja, oh, ich dachte gerade, mein Stream ist weg. Ich dachte gerade ganz kurz, mein Stream ist weg. Hallo? Was ist hier los? Mach mal bitte rein da. Wir waren ungefähr hier. Bro? Danke. Bitte anzeigen. Und bitte mach doch Musik an. Mit Musik ist das Ganze einfach doch viel schöner, muss man sagen. Von daher einmal ganz kurz hier rein. Musik wieder an, please. Da ist die Musik. Und danach können wir das Gameplay wieder starten. Let's go. Boop, boop. Wo ist die Musik hin? Ich habe Spotify geschlossen. Okay, jetzt haben wir Musik dazu. Sonius hat Internet kaputt gemacht. Und jetzt ist sie einfach direkt wieder da. Also ich glaube, das wäre eher der Browser, der gerade ein bisschen rumgespinnt hat. Ich weiß nicht, ob wir hier die Quali erhöhen dürfen. Ja, ein bisschen dürfen wir sie erhöhen. Coole Sache. Dann bringt das Ganze auch schon viel mehr Spaß. Trial. Ey, wenn das jetzt wieder kommt, ich werde so sauer. Wenn Trial je wieder kommen sollte, ich werde so sauer. Und dieser Schaden ist so süß einfach. Es sind so kleine Damage-Zahlen, mit denen gearbeitet wird, aber es klappt einfach. Utao, 6500 LP, gerade, also unter 50%, auf jeden Fall am Start. Trial. Wer kennt alles noch Trial? Boom. Crazy. Crazy Utao. Und halt C3. Dadurch wird dieser Damage schon mal ordentlich erhöht. Aber wenn das mit der Zeit gleich am Ende passt, dann ist es ja nicht mal so schlimm, dass es C3 ist. So, Kasua, 10-0. Also den könnte jeder so spielen, den zweiten Floor, wie es hier gespielt wird. Den könnte jeder so spielen. Und das habe ich mir auch überlegt, dass Animo eigentlich ziemlich sinnvoll hier sein könnte bei diesen ganzen Elementen, die man gegeneinander ausspielen muss. Bumm, hau raus. Hau die Gegner in die Nähe zusammen. Auch wieder smart. Und dann geht's rein, oder? Ja, dann geht's rein. Sehr, 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 sehr schön. Es wirkt so slow irgendwie, das Gameplay. Oder wenn nur ich, dass der das fühlt, dass es sich so langsam anfühlt. Und hier kriegt man jetzt direkt, oh, der Schild ist ja instant down, der Eisschild. Mit nur einer elementaren Fähigkeit. Und deswegen habe ich auch sehr viel Animo eigentlich hier im Floor erwartet. Aber das ist ja noch stärker, als ich dachte. Zack. Schöner Feuerverwirbelungsschaden von der Ult. Richtig, richtig schick. Hau drauf. Jeder, der einen Kasua hat. Der Kasua wird schon irgendwann seinen Rerun kriegen. Und dann können wir uns auch so schönes Gameplay von euch reinziehen. Zack. Jetzt muss er erstmal strugglen, dass er diesen Feuerschild auch down kriegt. Aber ich bin mir auch sicher, das wird sein Kasua schaffen. Er muss jedem Angriff einfach ausweichen mit Kasua. Bumm. Ich sag doch, er muss jedem Angriff ausweichen. Zack, er kriegt einen Schuss reingedrückt. 4377 Schaden. Wuhu. Und hier müssen die Schilde auch so schön down zu hauen sein. Es gibt gleich sogar drei Schilde, die er gegeneinander ausspielen kann. Das muss das schön... Oder die Gegner sind schon tot, bevor sie überhaupt ihre Schilde aktivieren. Fast. Auch krass, okay. Es muss so gefährlich gerade sein. Es muss so gefährlich gerade sein. Bumm, bumm. Und let's go. Wodurch kam hier die LP? Bam. Down gehauen. Die Battle Pass Waffe wegen Substat KT sind in EM7 sehr wertvoll mit dem Nebeneffekt plus 120% Crit-Schaden. Ah, stimmt. Battle Pass Waffe gibt extra kritische Trefferchance als Substat. Und hier ist hier super viel extra Crit-Schaden noch da drauf. Es kann übrigens sehr gut sein, dass das Video gecuttet wurde. Bam. Weg damit. Ich muss hier nochmal fragen, warum das Video gecuttet wurde. Ob es das auch ganz gibt, ob das gecuttet wurde wegen der YouTube-Richtlinie. Das gleiche Problem hat mich mehrere, dass ich irgendwie keine zu langen Videos hochladen durfte. Und schwarzes Schwert gibt KT bei KT Heal, ne? Okay. Dann war es das schwarze Schwert, das die den Heal gibt. Boom. Ich war mir noch nicht mehr sicher, welche Waffe den Heal gibt. Tatsächlich. Und wieder rein da mit Kasua. 4200 LP war auf jeden Fall das, was wir davor im Team 2 gesehen haben. Von daher passt das, beziehungsweise wenn ich am Ende seine LP gesehen habe, passt das auch mit dem Cutting, dass es der gleiche Run sein sollte. Ich glaube, man kann nicht, nee, einige Probleme, Nephalis, es hatten sogar Leute Teilnehmer Probleme mit 15 Minuten Videos. Warum auch immer. Es hatten sogar Teilnehmer Probleme mit 15 Minuten Videos. Einfach diese Tradition, niemand spricht dieses Teil an und startet die Challenge. Go! Bumm! Sehr schön.
alles mitnehmen. Die sind ja auch schnell down mit dem Kasur. Zumindest wenn er hier das Feuerding möglichst kaputt kriegt, bevor da irgendein Schild kommt. Aber wenn er so gut durch die Gegend fliegt, dann sollte das ja gehen. Und auch smart, dass er jetzt auf den Feuer geht, weil den Gio, den kriegt er schon down. Ja. Bevor er sein Schild aktivieren kann, quasi schon tot. Sehr, 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 sehr stark. Also sehr, 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 sehr stark in die zweite Hälfte gegangen. Und, bababam, gib ihn kaputt. Kriegt er ihn noch kaputt? Nee, ne? Doch. Perfekt. Und weiter. Wuhu. Weiter. Hi, Leon Lost. Also, das ist schon ein starkes Gameplay, was die beiden hier raushauen. Und dass Kasur hier so stark durchgeht, hätte ich nicht gedacht. Aber der geht hier ganz stark durch, der Kasur. Oh, diese 1460 LP. Leben am Limit einfach in diesem Run. Immerhin ist er jetzt bei 2042. Wupp. Ah, guck mal, jetzt macht der Gegner es hier noch entspannt. Dover Schild, er denkt sich nur so, ja, danke. Endlich kann ich wieder Crits raushauen. Zack, endlich kann ich wieder ein bisschen LP geiern, ohne dass ich mir irgendwen Sorgen machen muss, dass ich angegriffen werde. Jetzt muss er sich wieder sorgen. Nee, und jetzt kann er weiter ganz entspannt raufhauen. Zack, 3200 LP, ab geht's in die nächste Runde. Kasuas Sprünge sehen nice aus, ja. Kasuas Sprünge sehen sehr nice aus. Ah, mit GeForce kann man das auch aufnehmen. Deswegen ist da der Cut drin, weil er immer nur 3 Minuten aufnimmt. Das erklärt es. Und Floor 7, Chamber 3, erste Hälfte. Geh rein. Komm, schaffst du. Ich bin so gespannt. Da so, so schnell downgehauen und hier halt der dicke Bonus. C3 ist da schon strong an dieser Stelle. Aber der erste Gegner ist damit schon easy down. Das war ja locker flockig. Das klappt aber. Also ich finde diese Abyss im Winter Challenge schon cool. Also ich freue mich schon auf das zweite Spiral Abyss Turnier auf diese Art und Weise. Ich muss mir nur noch überlegen, wie häufig das noch cool ist mit anzusehen. Ob das so alle halbe Jahre cool ist, alle 3 Monate. Ich glaube, wie gesagt, monatlich ist viel zu viel. Das ist Leon Lost, Platz 1 von Ebene 7 aus dem Twitch-Chat. Bam. Bam. Das ist einfach nur cool. 3880 Punkte. Lebenspunkte, nicht Punkte. Entschuldigt. Zack. Jetzt kann er gleich vielleicht wieder die Elemente kombinieren. Ja, Blitz und Feuer müsste er jetzt kombinieren, ne? Ah, fast. Der eine Gegner ist noch rausgesprungen. Die Ult hat nicht, glaube ich, das erreicht, was sie erreichen sollte. Und das sind die Gegner. Kriegt er diese noch reingedrückt? Nee, kriegt er auch nicht. Aber ist gar kein Problem, solange die Gegner trotzdem sterben. Und es scheint echt hier die dritte Chamber die einfachste jeweils gewesen zu sein für die. Die dritte Chamber war jeweils die einfachste. Und das ist der zweite Gewinner. Nico und Okay Void. GG an euch beide. Für nur 18 Punkte auf Ebene 7. 18 Punkte auf Ebene 7. Es gibt 4 Jahreszeiten. Also pro Jahreszeit einmal bis alle 3 Monate können wir gerne machen. Und jetzt kommen wir gleich zu Ebene 12.